Es ist Ende Juli, als wir unseren diesjährigen Urlaub starten. Die Fahrt geht nach Bozen über den Wendelpass, hinüber zum Passo Tonale, dann an den Comersee, Luganosee und von dort zum ersten Aufenthaltsort nach Locarno am Lago Maggiore. Der erste Zwischenstopp. Zwischen Mendelpass und Passo Tonale in der Nähe der Brenta-Dolomiten halten wir das erste Mal. Hier sind wir schon am Comersee. Und das ist unsere Unterkunft in Locarno. Eine prächtige Villa, umgeben von großen Edelmagnolien und Palmen, oberhalb von Locarno. Und dieser abendliche Überblick über Locarno bestätigt, dass wir die richtige Wahl getroffen haben. Der nächste Tag, ein Ausflug ins Versaskatal. Die Versaska, abgeleitet von Verdiaca, also grünes Wasser, hat gewaltige Felsen und tiefe Gerüste. Und von diesem Ausgangspunkt an der Brücke gehen wir hinauf zum Dorf Corito. Wie so oft im Tessin ist auch dieses Dorf fast ausschließlich aus Granit.
wie hier auch nochmal am Dorfausgang zu sehen. Unterhalb dieses kleinen Wasserfalls, einige hundert Meter vom Dorf entfernt, weil dort drinnen gar kein Platz vorhanden ist, ist der kleine, winzige Friedhof von Corito. Eine Station weiter, bei La Vertezzo. Der überspanntene Ponte Romano, die Verzerzke. Eine Bilderbuchlandschaft zum Baden. Allerdings etwas kalt. Bei den Jugendlichen natürlich. Von der Ponte del Salti immer wieder ins Wasser. Und wieder ein neuer Tag bringt uns auf die Idee, auf Trippi Faggio zu setzen. Viele in Tessin sind nach italienischen Muster an die Hänge gebaut. Der Anlegeplatz. Dann schauen wir uns auf der Insel um, die wie ein botanischer Garten angelegt ist. Bei dem klaren Wasser kann man selbst auf den Grund und natürlich auch die Fische sehen.
ein paar Aufnahmen vom prächtigen Blumenwuchs. Und wie schnell so eine Eidechse eine Fliege schluckt, kann man hier sehen. Geht schon. Der Weg geht an die Anlegestelle, weil unser Schiff in Kürze abfährt. Heute steht eine etwas längere Wanderung auf dem Programm. Eine Autostunde von Locarno entfernt befinden wir uns jetzt in Bosco Gurin, dem höchstgelegenen Dorf des Tessins. Wir wollen hinaufwandern zur Grande Alpi, also zur Großalp. Wir nähern uns oben auf dem Berg einer Gastwirtschaft. Denn wie an allen Tagen des Urlaubs ist auch dieser Tag drückend schwül und heiß.
weißer Felsen wie Marmor. Und wir gehen einen Weg, anders als bergauf, über Dutzende von Bächen, Tälern mit Almenrausch und einem prächtigen Bewuchs. Alle paar hundert Meter ergeben sich anschauliche Bachüberquerungen. Nun sehen wir das erste Mal wieder hinunter, zum Dorf, nach Bosco Gurin. Wo wir jetzt angekommen sind und hinunter wieder ins Matschertal fahren. Denn es ist noch Zeit, um uns eine weitere Sehenswürdigkeit anzuschauen.
Auch das Matschertal hat durchwegs große Granitblöcke im Flussbett. Dann fahren wir noch bis fast ans Talende, nach Foroglio. Ein ebenfalls altes Dorf aus viel Granit. Diesen Wasserfall schauen wir uns natürlich ein bisschen näher an. Dieser Wasserfall bei Foroglio ist einer der höchsten im Tessin. Doch es lohnt sich auch noch, das alte Dorf Foroglio ein wenig näher anzuschauen. Die Rückfahrt nach Locarno. So endet wieder ein schöner Tag.
Den neuen Tag verbringen wir im Valle Onzernone. Auf der anderen Seite des Tales. Absolute Abgeschiedenheit. Einsamkeit pur. Jedoch noch spärlich bewohnt. Die Straße wurde schmäler und schmäler. Und schließlich 30 Kilometer von Locarno am Talende, die sie aufnahmen. Ein Bergdorf noch ohne Tourismus. Schauen wir uns noch ein wenig im Ort um, bevor wir die Rückfahrt antreten. Wir wollen an den Lago Maggiore zum Bad. Also aber hier an der Ponte Brolla, dieses Landschaftsparadies, beschließen wir kurzerhand, die Deutung zu verbinden. Den versteckten Weg dort hinunter haben wir kurzfristig gefunden. Die Erfrischung kann beginnen. Fast wie Kunstlandschaft machen sich die großen Felsen aus, die sich am Rande der von der Maccia geschaffenen Becken befinden.
Oben an der Brücke waren wir zuerst gestanden. Mit diesem schönen Erlebnis beschließen wir auch den Tag. Diesen letzten Aufenthaltstag in Locarno besuchen wir abends noch die Altstadt und den Hafen. Alle 22:30, alle 22:30 ci saranno i fuochi d'artificio. Io vi auguro già sin d'ora un buon proseguimento di serata e ancora buon appetito. Grazie, grazie. Und Herren, guten Abend. Im Namen des Komitees, des Organisationskomitees, heiße ich Sie herzlich willkommen. Ich hoffe, dass unsere Risottata euch gefallen hat und dass es Ihnen geschmeckt hat. Der Risotto ist natürlich von Spezialisten hergestellt. Ich hoffe, dass es Ihnen geschmeckt hat. Und schmeckt noch, habe ich gehört, das ist ja wunderbar. Ich möchte euch erinnern, dass morgen Abend um 22:30 Uhr das Seenachfest stattfindet hier im Golfo von Locarno. Thank you.
Wir schlendern noch entlang dem Park und See und können dort oben unsere Villa noch einmal sehen. Die Wallfahrtskirche Madonna del Sasso. Letzter abendlicher Überblick über Locarno, bevor wir ins Bett gehen und am nächsten Tag die Reise fortsetzen. Nach dem Frühstück, wie jeden Tag, ein heißer Tag. Und wir machen uns auf die etwa 120 bis 130 Kilometer lange Reise. Zunächst befinden wir uns noch in der Schweiz, bevor wir nach Italien wechseln. Und zwar durchqueren wir das Cento Valley. An einem kleinen Bergdorf halten wir nochmal. Und an vielen Hängen kleben solche kleine Dörfer. Thank you.
die auf vielen Prospekten zu sehende Eisenbahnbrücke in der Gento Valley. Und dann plötzlich nach einer Kurve, schon nach der italienischen Grenze, taucht der Neubau bzw. Anbau der Wallfahrtskirche zur blutenden Madonna auf. In Re. Hatten wir 1,5 bis 2 Stunden Italien durchquert, so sind wir jetzt schon wieder in der Schweiz, auf der Passhöhe des Simplon und auf der Weiterfahrt hinunter nach Brieg ins Wallis. Nach der problemlosen Quartiersuche gestern Abend machen wir heute die erste Tour im Wallis. Dort unten in Sassgrund sind wir gestartet. Und hier haben wir natürlich den Blick zu den 4.500 des Sasstales. Und ein herrlicher Panoramaweg beschert uns auch noch die Blütenpracht, die jetzt im Bergfrühling herrscht.
Der Dom, die Lenzspitze und wie sie alle heißen. Gigantische Berge und ein Riesenpanorama auf der gesamten Strecke. Dom, 4.500 oder noch was? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht die Nummer oder was? Schauen wir bitte. Und ganz hinten dort, im Wenger, weiß man auch davon, da sieht man aber jetzt nicht mehr. Schaut das nicht. Gut, dann kommt da jetzt eine Kurve noch mit Monte Rosa, das sieht man sehen. Die Hexen, das weiß ich überhaupt. Du fahrst spitz. Gut. Ja. Mal sehen wir wieder mal ein Stück, ne? Ja. Dort unten ist Saassee zum Sehen. Willkommener Platz zum Brotzeitmacher.
4 Stunden befinden wir uns jetzt schon auf dieser Höhe. Es wird keinen Moment langweilig. Und sogar Edelweiß gibt's. Jetzt einmal 2. Und dann jede Menge. Schön langsam erreichen wir den Punkt, wo es auch einmal bergab geht. Von dort unten aus hat einmal ein Bub die Welt auf Skiern erobert. Pirmin, Zurbrücken. Und dort ist auch unser Ziel, in Sas al Maghel. Der geht natürlich schon ein bisschen mit, der Herr. Das könnte ja sein. Das könnte ja sein, dass man ein paar Hopfen einkommt, weißt du? Ja, das ist. Wo? Da, ja, aber da geht der Weg da um mich. Und dann ist Bach da runter. Alles klar? Möchtest du Hunger, Hans? Am mächtigen. Gibt keinen. Gut. Los, Kameramann. Allzu weit haben wir einen Unterschied als das einmal gegeben.
etwa noch eine halbe, dreiviertel Stunde. So, 7,5 Stunden später, war es geschafft. Wir sind wieder am Auto. Das Teil ist bei der Gabi jetzt. Na du? Wie lange haben wir? 7,5 Stunden? Wie lange? 7,5 Stunden, was da ist, ist gar nicht. Ah, ja. Also hier geht es heute noch, dass du kurz essen. Und ausrasten, bis du Haus, der Haus fahren darfst. Mhm. Ein paar Bier. Und ein Eis mag ich auch noch. Ein paar Bier, sondern ein paar Bier. Ein paar Bier. Ich mag ein Eis. Das wird lange bleiben. Jeder einigermaßen Bergbewanderte wird in Kürze sehen, was wir heute für eine Etappe vorhaben. Mit dem Zug nach Zermatt, mit dem Auto dürfen wir ja nicht fahren, und dann hinauf zum Gornergrat auf 3100 Meter. Dann wollen wir die 7 Stunden nach Zermatt hinunterwandern. Der Blick über den Gorner Gletscher. Hinüber zur Monte Rosa, dem höchsten Gebirgsstock der Schweiz. Auf unserem Standpunkt auf 3100 Meter ist es auch heute noch verhältnismäßig warm. Die 3,25 Stunden von Zermatt stimmen nicht, denn wir gehen absichtlich den doppelten Weg. Ende des Schwenks das Matterhorn und eine Gletscherhöhle
Wir haben Glück. Das Matterhorn ist zum größten Teil frei. Es soll schon welche gegeben haben, die 10-mal und öfter da waren. Und das Horn war immer mit Wolken bedeckt. Meter. Das ist die Höhe des meist fotografierten Berges der Welt. Diese gut ausgerüstete Münchner Gruppe will innerhalb 2 Tagen die Dufour-Spitze in der Monte Rosa bewältigen. Dort unten am See ist der ideale Platz zum Brotzeitmacher. Glasklares Wasser. Dann eine leichte Spiegelung des Berges. Und dann das Matterhorn selber. Eine Traumwanderung. Brotzeit vorbei, packen wir es wieder.
noch einmal der letzte Blick zurück zur Monte Rosa, bevor sie hinter dem Höhenrücken verschwindet. Rechts ist die Dufour-Spitze zu erkennen, mit 4634 Meter Höhe, der höchste Gipfel der Schweiz. Ein Klettersteig auf einen 3000er, der sich aber unter den 4000er Riesen fast ein wenig klein ausmacht. Nach 3,5 Stunden dürfen die Schuhe schon wieder mal geschnürt werden. Wir sind immer noch auf einer Höhe von 2500 Meter. Aber es lohnt sich, diese Wanderung künstlich auszudehnen und zu erweitern. Da gehen wir jetzt extra noch einen weiten Umweg. Mhm. Damit wir noch länger das Panorama genießen können. Und dann geht es mal ein Stück steil, aber das hat schon nicht. Gut, machen wir. Gut, okay. Das Breithorn. Und jetzt unten schon klein zu sehen, Zermatt. Almenrausch und Matterhorn. Was will man mehr? Thank you.
Zermatt, immer noch 3,5 Stunden. Und wir sind schon 4 Stunden unterwegs, aber es war ja Absicht. Da ist er schön platzig. Okay. Wunderbar. Würde mal Brotzeit, ne? Am Bogen können wir gleich wieder unser Getränk einhauen. Das ist auch voll wert. Auf 2000 Meter brauchen wir dann noch mehr Pause. Der Durst blockt heute ein bisschen narrisch. Die Korner Gratbahn fährt talwärts, mit der auch wir hinaufgefahren sind. Wir haben Zermatt erreicht. Und ein letzter Blick zurück zum Matterhorn im Gegenlicht. Es gibt auch noch alte Häuser in Zermatt. Aber der übrige, modernisierte Ort und das geschäftige Treiben, darüber waren wir uns einig, das ist nicht unsere Art. Mit dem Zug geht's zurück nach Tesch, wo unser Auto steht. Noch ein Abendessen in unserem Aufenthaltsort Visp und am nächsten Tag treten wir die Heimreise an. Ein Halt auf der Fahrt Richtung Furkapass. Hier noch ein typisch walisisches Haus. Bevor wir die Fahrt hinauf auf den Pass selbst beginnen,
schauen wir uns noch die Straße von unten an. Links daneben den Roni-Gletscher. Hier oben entspringt also die Roni. Allerdings wird sie hier im oberen Bahnhofsblock verrotten. Und ab der fast oben erreichten Passhöhe halten wir nochmal. Der Blick zum Gletscher ist noch besser geworden. Wir sind auf 2436 Meter. Es geht die andere Seite des Passes hinunter. Wir haben noch zwei größere Pässe zu bewegen. Ein Halt an der Via Mala. Nachdem wir den Oberalppass schon hinter uns haben, müssen wir noch den Flüeler bewältigen. An der Soli-Brücke in der Schini-Schlucht halten wir noch zu einem Café. Und nach etwa 4 bis 4,5 Stunden wird unsere insgesamt 11-stündige Heimfahrt dauern. Dann ist dieser Urlaub zu Ende.